Einer der schönsten Strände Kauais ist der Polihale Beach Park im äußersten Westen, einsam am Ende der Insel gelegen. Dort haben wir unsere Zelte aufgeschlagen. Nur Wind, Wellen und Vogelgezwitscher bilden die Geräuschkulisse. Der Kaffee kocht bereits und der Frühstückstisch ist fast fertig gedeckt. Das sind Schichten. Margret, geh da auf! So ein leckeres Angebot verführt ohne Zweifel zum Schlemmen. Na, dann wollen wir es uns mal schmecken lassen. Guten Appetit! Gleich nach dem Frühstück geht es mit den Autos in den Koki State Park. Ein bewaldetes, über 1000 Meter hoch gelegenes Naturschutzgebiet. So ganz ohne sind die Wanderpfade nicht. Doch dieser Teil der Insel ist sicher einer der großen Höhepunkte einer Hawaii-Reise. Bei Regen können Teile des Weges ziemlich schlammig und rutschig sein. Nur gut 10 Kilometer Richtung Inselmitte von hier liegt der regenreichste Punkt der ganzen Erde. Über 12.000 mm Niederschlag im Jahr werden dort gemessen. Wir haben Glück mit dem Wetter an diesem Vormittag. Oft ist diese Gegend ein von Wolken bedecktes, nebliges Gebiet mit hoher Luftfeuchtigkeit. Farne und Moose haben hier ihre idealen Wachstumsbedingungen. Links und rechts des Pfades, der sich tunnelartig durch die Pflanzenwelt schlängelt, haben sich Oria-Eisenholzbäume mit Farnbäumen zu einem dichten Dschungel verflochten. Die üppig wuchernden Moose sind braun, orange und in sämtlichen Grünfarben zu sehen. Nach einer Weile fällt der Wanderpfad zu den Alakai-Sümpfen hinab. Ein savannenartiges, morastiges Gebiet mit Grasbüscheln und Zwergpflanzen. Hier oben befinden sich die Quellen aller Flüsse auf Kauai. Die Ohia-Bäume, die sonst viele Meter hoch werden, erreichen in dem nahrungsarmen Sumpfboden gerade mal Buschform. Eine ganze Anzahl von endemischen Pflanzen haben in diesem Refugium überlebt. Ein Goldregenpfeifer. Auch andere Vögel sind überall zu hören, seltener zu singen und inmitten des Baumgestrüpps leider nicht zu filmen. Zumindest nicht während einer Wanderung. Auch wilde Ziegen und Wildschweine soll es hier geben. Während man früher durch Wasser und Schlamm waten musste, führt jetzt der Alakai Swamp Trail auf Holzbrettern durch den Sumpf. Na, 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 na.
Häufig erscheint die durchwanderte Strecke wie eine verwunschene grüne Zauberwelt. Hallo. Es ist früher Nachmittag. Erst wird es dunstig, dann ziehen Nebelschwaden auf, die sich binnen kurzem zu Wolken verdichten. Sicher wird es bald zu regnen beginnen. Die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Unten an der Küste herrscht eitel Sonnenschein. Wie ein gigantischer Wall begrenzt die Napali-Küste den langen Sandstrand. Jetzt ist noch Zeit für eine Badepause oder eine Strandwanderung. Ein Kameramann wartet auf seine Chance, Wale zu filmen. Erstaunt und überrascht blickt man über die weite Schlucht des Waimea Canyons. Bietet er doch einen Anblick, den man auf einer so kleinen Insel kaum vermuten würde. Dies ist der größte Canyon des pazifischen Raums. Als Mark Twain von einem der Aussichtspunkte das Panorama genoss, bezeichnete er die Schlucht als den Grand Canyon des Pazifiks. Und in der Tat besitzt er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Grand Canyon in Arizona. Natürlich ist der Waimea Canyon erheblich kleiner, aber die Formen- und Farbenvielfalt der Felsen zeigen schon viel Ähnlichkeit. Auch das Geräusch der Hubschrauber, die Touristen über die zerklüftete Felsenwelt chauffieren, dröhnt wie beim echten Grand Canyon durch die Luft. Auf den Aussichtsplattformen stehen staunende Touristen und lassen ihre Fotoapparate klicken. Auch wir stehen oben am Canyonrand und lauschen interessiert Elkes Ausführungen über unsere Wanderroute hinunter in den Talgrund und weiter zum Schluchtende. Den Bergkamm entlang, bis man ganz rauf kommt, ja. Da ist ein Stab. Und auf rechts von diesem Stab startet unsere Wanderung. Und dann rechts davon. Aber ganz knapp rechts davon, das sind vielleicht 200 Meter davon. Und dann geht es auf der anderen Seite des Bergkamms runter.
bis ins Tal runter. Das sind diese 700 Höhenmeter auf 4 Kilometer. Und dann geht es am Fluss entlang immer mal wieder hoch, mal runter, um die ganze Berg, um diesen Bergkamm rum. Und dann geht es hinter diesem, auf der rechten Seite, hinter diesem ganz kleinen Kamm, nach rechts rauf in die Bewaldung rein. Und bleibt dann, hier sieht man so ein bisschen glänzenden Wasserstreifen. Seht ihr das hier? Ja. Das ist die untere erste Flüsseüberquerung, geht dann hier unten durch den Wald. Hier unter uns ist die zweite Flüsseüberquerung und da hinten rechts ist die Hängebrücke. Wenn ihr da jetzt nach rechts runter schaut, dann seht ihr das. Na denn, keine Müdigkeit vorgeschützt. Denn das Wandern ist des Müllers Lust. Seltene Pflanzen am Wegesrand sind ein guter Anlass, eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Gegenüber dem Grand Canyon weist der Waimea eine wesentlich stärkere Vegetation auf. Denn der Boden erhält hier mehr Niederschlag. Für die an den Hängen wachsenden Silkeichen hat gerade die Blütezeit begonnen. Die großen gelb-orangenen Blütenstände konkurrieren nun mit den in nahezu sämtlichen warmen Farbtönen leuchtenden Felswänden. Und schließlich sind wir unten. Die Knie mögen es noch gar nicht glauben. Vor uns plätschert der Waimea-Fluss. Es ist Zeit für eine Rast. Die haben wir jetzt verdient. Brotzeit ist die schönste Zeit. Anschließend führt der Pfad mehr oder weniger parallel des Flussbettes an steilen Felswänden entlang. Links und rechts des Wasserlaufes hat sich ein regelrechter Papyrusdschungel entwickelt. Neue Herausforderungen kommen nun in Form von mehrfachen Flussüberquerungen auf uns zu. Man muss auf dem unterschiedlich großen Flussgeröll doch ziemlich jonglieren, um nicht ins Wasser abzurutschen. Manche Steine sind zudem wackelig. Der Fluss ist zum Glück derzeit nicht allzu tief. Aber mit nassen Schuhen weiter zu wandern, ist keine wahre Freude. Ein afrikanischer Tulpenbaum. Diese Spezies ist des Öfteren auf den Hawaii-Inseln zu sehen. Und fast am Ende dieses Wandertages ist der Waimea-Fluss noch einmal zu überqueren. Diesmal auf einer schwankenden Hängebrücke, viele Meter über dem Wasser. Einer nach dem anderen, sicherheitshalber. Beim anschließenden Dinner in Wranglers Steakhaus haben wir unsere Kräfte wieder zurückgewonnen. Und dann öffnet sich die Blende für einen ganz besonderen Abschnitt der Garteninsel Kauai. Jede verbale Beschreibung dieser einzigartigen Landschaft verblasst gegenüber der Realität. Der 24 Kilometer lange Streifen der Napali-Küste gilt als die schönste Küstenlinie der Welt. Der Blick in das Kalalau Valley dürfte zum schönsten gehören, was die Natur zu bieten hat.
Nur auf Schusters Rappen und in längeren Wanderungen ist dieses Gebiet zu erkunden. Der Kalalau-Trail, der an den Hängen entlang führt, folgt einem einige hundert Jahre alten Pfad, auf dem die alten Hawaiianer zu ihren Feldern und Siedlungen in den Seitentälern gingen. Die Besucheranzahl hält sich eigentlich in Grenzen. Nur wenn gerade mal eine ganze Touristengruppe gemeinsam marschiert, sieht das so aus. Nach tausenden von Kilometern setzt die Napali-Küste den Pazifikwellen den ersten nennenswerten Widerstand entgegen. Hier prallen mit die höchsten Wellen von ganz Hawaii gegen das Land. Im Winter sind sie manchmal 10 Meter hoch. Bergauf und bergab windet sich der Wanderpfad über kleine Kuppen und durch Mulden. Manchmal ist es glitschig. Denn es regnet häufig an dieser Nordküste. Aber die Regenfälle sorgen für eine großartige, üppige Vegetation. Immer wieder gibt die Pflanzenwelt grandiose Blicke auf die imposante Küstenszenerie frei. Regelrecht atemberaubend ist die Sicht nach unten in die Brandung. Nach dem hawaiianischen Wort Pali für Steilklippe erhielt die Nordküste Kauais ihren Namen. Napali. Zwischen den bis zu 900 Meter aus dem Ozean aufsteigenden Felswänden liegen eine Reihe von grünen, einsamen Tälern. Alle mit kleinen Wasserläufen, deren Ursprünge zumeist Wasserfälle am Talende sind. Sie haben sich je nach Beschaffenheit des Untergrundes unterschiedlich tief in den Talboden geschnitten und bilden im Bereich ihrer Ufer ein ganz besonderes Biotop. Unsere Wanderung endet am Hanakapia Beach. Das Baden an dem ziemlich überspülten Sandstrand ist jetzt im März noch lebensgefährlich. Im Sommer ist das Meer erheblich ruhiger. Die Warnschilder stehen nicht zum Spaß da. Ein Kardinal. Er gehört zu den wenigen Vögeln Hawaiis, die man des Öfteren zu sehen bekommt. Von hier wandern wir die gleiche Strecke zum Ausgangspunkt zurück.